Näsa för gull. Vet ni vad jag hittar? Guld. Thank you.
unbedeutender Herr gewesen. Nur so einer von 30 Waldsteinen. Jetzt gehörte er zu den reichsten Herren in Mähren. Albrecht Wenzel Eusebius Wallenstein stand im 31. Lebensjahr, als er seine Frau Lucretia verlor. Der Witwer trat nun durch Erbschaft in die Reihe der böhmisch-mährischen Magnaten. Die Trauergäste haben heute Nacht ziemlich getrunken. Nicht mehr als ich. Jeder freut sich, wenn es ein anderer ist, den man verscharrt. Die katholische Schufte, ich sag's euch, die wird dann morgen Luft. Totschlagen sollte man sie. Ruhig Blut, ihr Herren. Und damit geriet Wallenstein mitten in die konfessionellen und politischen Auseinandersetzungen seiner Zeit. Auch Böhmen war konfessionell gespalten. Aber ungeachtet der Glaubensunterschiede verteidigten Adel und Bürgertum zäh die überkommenen böhmischen Freiheiten gegen das übermächtige Haus Österreich. Für die Freiheit Böhmen! Für die Freiheit Böhmen! Aus dem Fenster mit allen Knechten Habsburg! Aus dem Fenster mit ihm! Lass mich wenigstens beichten! Nein, ein Gerechtigkeit! Die böhmischen Aufständischen haben eine provisorische Regierung gebildet. Und der Graf Thurn stellt 16.000 Mann Bewaffnete auf. Gegen mich? Ihren gewählten König? Auch eure Enteignung ist schon so gut wie beschlossen. Man will euch... Man setzt einen Preis auf euren Kopf. Hoffentlich einen guten Preis. Schlagt euch zu welcher Partei ihr wollt. Wo ihr seid, Herr, wird auch der Sieg sein. Ich meine, der Befehl, auf habsburgisches Gebiet zu gehen, das ist für mich eindeutig Verrat. Ich bin der Oberst. Ich gebe die Befehle. Hamburg, auf! Was? Wer ist gut freiwillig? Wie macht kein Hamburg? Je mehr Truppen das Schwedenheer verstärken, umso weniger kann der König sie verpflegen, umso schwieriger wird die Lage für ihn. Entweder er zieht ab oder er lässt sein Heer verkommen oder er greift an. Ich schreibe ihm diese drei Möglichkeiten vor. Setzt den Flieger! Holt die Leinen ein! Bewegt euch da oben! Brasst die Rahen dicht! Kurs Süd bei Einstrich West. Aye, Sir. Rudergast, Einstrich West. Einstrich West, Sir. Ihre Wache, Mr. King. Aye, Sir. Ich bin unter Deck, Mr. Gore. Aye, Sir. Ihre erste Fahrt, Lieutenant Phillips? Wirklich alles sehr aufregend, Captain. Ich war noch nie auf einem Schiff. Und wie lange sind Sie schon Offizier? Vater hat mein Patent vor 2 Monaten erworben. Hä? Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Sergeant Gibson. Waren Sie nicht schon gemeinsam auf Fahrt, Sir? 2 Mal. Er ist ein alter Freund.
Don't forget to turn the lights off. They won't. Even at the home of the black stuff, they dream of a white one. Happy Christmas. Gemeinsam für all diejenigen, die übersehen werden, helfen Sie mit und unterstützen Sie bedürftige Menschen in der Schweiz. Spenden wir zusammen mit dem Schokiherz in Ihrer Migro. What more can your love?
Das ist in Bayern. Wenn der Grillebauer, wo ich Knecht war, nicht auf Amerika gegangen wäre, dann wäre ich von Hausberg daheim nie weg. Das Geld von der Versteigerung von seinem Hausrat hat halt nicht gelangt, dass er mich auch mitnimmt. Ich war recht traurig, dass ich jetzt die Anna, dem Grille, seine Tochter, lang nicht mehr sehe. Ich habe aber versprochen, dass er mir Geld für Amerika verdient und nachkommt. Jetzt haben wir es dann gleich. Daheim sind wir bettelarme Leute. Und mein Bruder, der Karl, hat gesagt, noch einer mehr im Winter am Tisch, das geht nicht. Naja, der Händler, der meinem Vater das Garn abkauft, hat mich zum Förster mitgenommen, wo ich für den Winter Arbeit gefunden habe. Wir waren 6 Männer und haben im Wald Bäume abgeschnitten. Für die Straßen und für die Eisenbahn, die jetzt überall gebaut wird. Der Förster und auch welche von den Männern sagen, dass er Teufelszeug ist mit der Eisenbahn. Aber der Hannes, wo es Anschaffen im Wald gehabt hat, sagt, dass die Eisenbahn gar nicht gefährlich ist, weil er selber dort gearbeitet hat. Bei der Eisenbahn hat der Johannes gesagt, er verdient auch nicht dreimal so viel wie im Wald. Der Johannes hat mich mitgenommen, hier ins Preußische hinauf. Ich hoffe, dass ich mir da mein Geld für Amerika verdiene. Obwohl der Johannes sagt, dass Amerika gar nicht gibt. Nein, alles wird heute der Johannes auch nicht wissen. Weil wenn die Anna in Amerika ist, dann muss Amerika auch geben. Geh nur immer hinter mir her. In Preußen hat alles seine besondere Ordnung. König Friedrich II. Von Preußen hatte mir Gelegenheit zu einer glanzvollen Karriere geboten. Ich war einige Jahre sein persönlicher Freund. Zugleich liebte ich seine Schwester Prinzessin Amalie. Und dieses, mein höchstes Glück, wurde zur Quelle meines Unglücks. Der Monarch, von Eifersucht getrieben, ließ mich verhaften unter dem Vorwand, ich hätte mit meinem Vetter, dem berühmten österreichischen Bandurenoberst, verräterisch konspiriert. Nach 11 Monaten gelang mir, zusammen mit meinem Freund, dem Wachoffizier Schell, die Flucht aus der Festung Glatz nach Wien. Der Oberst ist reich. Wir können ein neues Leben beginnen. Nein, wir hätten nicht herkommen sollen. Er wird hier zu einer Stellung verhelfen. Aber ich will nicht, dass er mir hilft. Sie werden sagen, er hat also doch mit ihm konspiriert. Was tut's? Was ist dein Vetter für ein Mensch? Du hast ihm doch mal geschrieben. Aber ich kenne ihn nicht. Hey, du, Schweizer, wie lange soll ich denn hier noch warten? Schlimm genug, dass die Kaiserin sich von Schweizern bewachen lässt, wie der Papst. Aber warum von Taubstummen? Ich muss dringend vor ihm warnen, Majestät. Vor dem Panduren? Tun's das, Neiberg. Aber glauben Sie, dass uns das weiterhilft? Ein unehrenhafter Mensch. Na ja, heiraten will ich ihn ja nicht. Herr von der Tränk? Ja? Generalleutnant Putschkow. Zurzeit, sagen wir mal, Sekretär des russischen Gesandten. Es war mir eine große Freude, Ihnen heute persönlich zu begegnen. Sie sind sehr freundlich, mein Herr. Nur aufrichtig. Sie genießen in Moskau einen großen Ruf. Ich? Wie das? Wir Russen lieben außergewöhnliche Menschen. Tutta buona langnese, tutta in la schlappelchino. Thank you.
George Bailey hat so viel für mich getan. Gott hilf ihm. Heilige Mutter Maria, hilf meinem Freund Mr. Bailey. Herr Gott, beschütze meinen Sohn George heute Nacht. Er ist völlig verzweifelt. Bitte Gott, steh ihm bei. Zeig ihm einen Ausweg, Gott. George ist ein anständiger Kerl. Lieber Gott, ihm darf nichts zustoßen. Ich liebe ihn so sehr. Lieber Gott, mein Daddy hat ganz große Sorgen. Bitte bring uns unseren Daddy zurück. Gott hilf ihm. Oh ja, selbstverständlich. Dann pass auf, Clarence. Siehst du die Stadt? Oh, ich sehe überhaupt nichts. Ach ja, du hast ja noch keine Flügel. Na ja, gut, ich werde dir helfen. Konzentriere dich. So, kannst du schon was sehen? Ja, es ist erstaunlich. Wenn du wirklich deine Flügel bekommen solltest, wirst du das alles von allein sehen können. Ja, wunderbar. Ich schaufel schon hier. Hey, wer ist denn das? Das ist der Mann, dem du helfen sollst, George Bailey. Das ist doch ein Junge. Ja, so sah er aus, als er 12 Jahre alt war. Aber gib Acht, hier geschieht gleich etwas, an das du dich später erinnern musst. Weiter, weiter! Wunderbar, weiter als ich, der Nächste! Ja! Ja! Sammy, los, Sammy, gut! Ja, ja! Und jetzt kommt der Angsthase, mein kleiner Bruder, Harry Bailey! Ich hab keine Angst! George rettete seinem Bruder das Leben, aber er holte sich dabei eine schlimme Erkältung, durch die sich sein linkes Ohr so stark entzündete, dass es für immer taub blieb. Hilf mir, Clarence! Ich will nicht mehr! Gib mir mein Leben wieder zurück, so wie es war! Ich möchte zu meiner Frau und zu meinen Kindern! Hilf mir, Clarence, bitte! Bitte! Gib mir mein Leben wieder! Ich will wieder leben! Ich will wieder leben! Bitte Gott, lass mich wieder leben. Hallo, George. George, da bist du ja. Was ist mit dir? Geh weg, du, sonst schlage ich dich nochmal K.O. Geh! Kannst du mir sagen, warum du mich so anblaffst, George? Also, George, Bert, erkennst du mich? Wieso denn? Machst du Witze? Ich hab schon die ganze Stadt nach dir abgesucht. Dann fand ich deinen Wagen, den du gegen den Baum gefahren hast, und ich dachte, du, dein Mund blutet. Wobei ist das passiert? Nein, Mein Mund blutet, Bert! Mein Mund blutet! Susus Rosenblätter! Susu, sind wieder da! Bert, du weißt ja nicht, wie schön das Leben sein kann! Fröhliche Weihnachten! Oh ja, fröhliche Weihnachten. Mary! Mary! Hurra! Hallo, Bedford Falls! Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten, George! Fröhliche Weihnachten, Kino! Fröhliche Weihnachten, altes Warenhaus! Fröhliche Weihnachten! Gute alte Billy Alone! Harry! Harry! George! George, schon wieder alles klar? Harry! 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 Schneller konnte ich es nicht schaffen. Namen mich nicht blitzschnell vom Flugplatz hergebracht. Der Verrückte ist die lange Tour ohne Zwischenlandung geflogen. Harry und das große Bankett in New York. Oh, ich bin mitten weggegangen, als ich Marys Telegramm bekam. Danke. Einen Toast auf meinen großen Bruder George, den reichsten Mann der Stadt. Ein Weihnachtsgeschenk von einem sehr guten Freund von mir. Hörst du, Daddy? Unsere Lehrerin hat gesagt, immer wenn ein Glöckchen klingelt, dann bekommt ein Engel seine Flügel. Ja, so ist es. Das ist wahr. Hast es verdient, Clarence.